Hi meine lieben großen Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Waking Nightmare, ein Game von itch.io. Verlinke ich euch wieder unten da dem Video. Beschreibung vom Game auch. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es wird wohl wieder richtig gruselig werden. Und würde sagen, wir legen gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Oh, ich stehe schon im Kopf. Okay. Oh Gott. Eine Taschenlampe? Nee. Können wir uns ducken? Nee. Können wir rennen? Ja. Ja. Das ist ein freakiges Bild. Also richtig, ja. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Oh ja. Die Taschenlampe habe ich gerade gesehen. Aha. Da ist die Taschenlampe schon kaputt. Okay, haben wir wohl geschlafen. Soll nicht besonders lang gehen, das Game, aber wir schauen mal. Oh, das war schon an. Oh Gott, ist das dunkel. Oh. Verschlossen. Ich schätze, hier ist auch nichts drin, scheinbar. Wir gehen mal weiter. Was war das denn? Oh, ich sollte es mir abgewöhnen, abends so spät noch Horror-Games aufzunehmen, ey. Aus wie Zelda, war. Hier rein? Ich weiß doch nicht. Oh. Hm. Ist das nicht der Narr? Ja, du lachst, war, findest du lustig. Du musst ja hier nicht langlaufen. Mein Schlüssel. Komm und finde mich. Komm, wir sind mal mutig und folgen mal der Blutspur. Was soll schon passieren? Außer, dass wir sterben. Wir barfuß unterwegs? Hallo? Lalalalalala, ich bin in der Sackgasse, ich hab verloren. Lass mich doch gehen, ich bin... Oh! Ja, 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 ja! Lass du wirklich, würde ich so einfach gehen lassen? Ja. Kann ich nicht sehen? Oh! Schnell, schnell, schneller, schneller! Ja! Sicher, dass das der echte, der richtige Ausgang ist, dass das der wahre Ausgang ist? Wäre möglich, aber ich würde mal sagen, wir spielen nochmal und zwar folgen wir diesmal nicht der Blutspur. Mal sehen, was dann passiert. New Game. Ich will mal gucken, ob es noch ein anderes Ende gibt, wenn man der Blutspur nicht folgt. Wir werden mal sehen. Ja, komm, creepy Bild.
Das geht ja schnell. Das lassen wir mal drin. Ja, ja, ist gut. Das ist doch Zelda, oder nicht? Hier ist nichts mehr, okay. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Und jetzt werden wir ihn nicht die Spur folgen. Geht nicht irgendeine andere Tür auf? Oder sind wir gezwungen, den einen Weg zu gehen? Gibt es nur ein Ende? Wir gehen mal nicht in die Tür, wir gehen mal in eine andere, wenn es geht. Wir haben nicht umsonst den Schlüssel bekommen. Ach, es gibt nur ein Ending. Oder wir hätten noch einen zweiten Ausgang finden können. Die Frage ist nur, wo. Was, wenn ihr uns kriegt? Du bist tot. Ja, schön. Ist auch ein Ending oder bin ich einfach nur tot? Ich bin einfach nur tot. Okay, komm. Nein, wir hätten auf Continue gehen können. Vorhin, wie blöd bin ich eigentlich? Das habe ich gar nicht geschnallt. Oder ging das gar nicht? Ja, komm, du bist freaky. Taschenlampe. Jetzt sausen wir in Windeseile hier lang. So, hier ist nichts drin. Hi Zelda. Ja, schön dich zu sehen. Hi. So. Ich sehe nichts. Sehe nichts jetzt. So, hier noch was in der Ecke. Nee. Komm und finde mich, ja, das werden wir tun. Wir werden dich schon finden, muss keine Angst haben. So. Mein Inventar? Nee. So, lass mich in Ruhe. Wir werden jetzt gehen. Nee, wie wir wissen, ist es das nicht. Ausgang, den ich nehme. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Das würde mich mal interessieren. Lass mich in Ruhe. Geh weg.
der dem Vieh gerne hinterher, aber was kommt der mal auf mich zu? Antino, wo komme ich jetzt raus? Da gibt's nur ein Ende, ich weiß es halt nicht. Ich habe kein anderes gefunden. Kommt ihr? Keinen anderen Ausweg, ne? Hier ist der Schalter. Es gibt wirklich keinen anderen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch lang soll. Vielleicht gibt es da nur eins. Ich weiß es nicht genau. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst noch hin soll. Du bist dem Albtraum entkommen. Dann war es das wahrscheinlich schon, ja, ja. Dann würde ich sagen, kurz und knapp, kurzes Game. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Mach's gut, bis dann, ciao.